Ich muss sagen, es ist jetzt schon echt gruselig hier drin. Scheiße. Da ist noch eine. Armer Hund, tut mir leid, dass sie euch so benutzen. Wenn er sich umdreht, muss ich los. Ist auch einer? Nee. War knapp. War sehr, sehr knapp. Aber naja. Der eine wollte ja auch auf mich zurennen. Da musste ich mein Messer werfen. Dann hatte ich nicht mehr die Zeit, um ihn sofort zu überwältigen. Hier kommt niemand, so bin ich direkt beim Messer werfen. Da bestimmt noch. Ja, guck mal, wie viele Fragezeichen. Ja, komm, egal. Hauptstory ist da unten, hundertprozentig. Aber ich will die alle abschlachten. Ich brauche halt jetzt auch gar nicht mehr vorsichtig sein. So, weil mit zwei Messerwürfen kann ich einfach das hier machen. Das ist halt viel zu geil. Heilung. Wo ist hier denn was? Hinten. Ich brauche halt nicht mehr vorsichtig sein, wie ich gesagt habe. Ich kann jetzt einfach alles einfach überall ein Messer hinwerfen. Drei Messer sind halt so krank. Aber zwei werfen. Und vor allem, wenn die halt so offensichtlich im Raum platziert sind. Okay.
wieder hin. Ja. Oh, Messer. Noch irgendwo. Da irgendwo. Ah. Sieh mal einer an. Die Priesterin des Todes. So stolz auf sich. Ja, es sind halt. Ja, sind halt Menschen, ne? Leider. Aber wenn ich sie ungern so betitel, wünschte das sie nicht. Sind es leider. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Und woher? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Es war so klar. Hey! Batterie! Bitte! Die Batterie! Haben Sie sie! Ja. Aufstehen! Komm schon! Hau! Deinen Befehlen, verdammter Blecheimer! Oh. Oh. Nein! Ich wollte nicht mehr viel zu leben, das ist los. Verbrechen! Sterben Sie wie Ungeziefer! Ich werde Sie jagen! Und am Ende finde ich Sie Ihre Haut verbrannt und Körper verkohlt. Sie und ihresgleichen ausgelöscht. Am Ende würde ich Sie verbrennen. Verbrennen? Oh, Digga, das ist perfekt. Setzen Sie sich, großer Mann! Oh, darf ich den jetzt steuern? Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Sie haben Narzissten!
Blaskowitsch, setzen Sie mich auf dem Dach ab! Ich gehe in die Garage und öffne die Tore! Also ist schon cool, muss ich sagen. Ist schon wirklich cool. Hey, ich öffne jetzt die Tore, Herr Blaskowitsch! Beschützen Sie sie, Herr Blaskowitsch! Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen weniger rede, aber es ist ein bisschen viel gerade. Na, oh, die Rüstung ist natürlich jetzt weg. Alle sind am Baum! Schnell, kommen Sie, Riese! Wir müssen los! Da passiert doch jetzt noch irgendwas. Ich kann doch nicht so... Hä? Wo bin ich jetzt rausgekommen? Lol. Raus aus diesem Ort, Herr Blaskowitsch! Ja, schnell! Wir haben es geschafft, easy! Sonst vorher konnte ich viel mehr reden. Aber das hier ist ja wirklich so viel. Niemand verlässt mein Lager! Ich mache sonst keine Komplimente. Aber... ich habe möglicherweise den Nutzen Ihrer affenartigen Physis unterschätzt, Herr Blaskowitsch. Hidati Schut. Sagen Sie es mir. Wer sind die? Hidati Schut sind eine uralte, mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati-Shoot entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was Sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madam, ich bin ein Ingenieur der Dati-Shoot. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blaskowitsch, Sie helfen ihm dabei, ja? Warum muss ich eigentlich immer irgendwas machen? Können die anderen nicht mal was machen? Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blaskowitsch, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Set. Ja.
Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Ging es um irgendwelche... Ost-London, 4. Oktober 1948. Mein lieber Bobby, es ist Samstagabend und der Bombenangriff kommt vorüber. Als ich mich hinsetzte, bin auf dem Dach des Hauses, wo die Hilfsfeuerwehr eine Feuerwache einsetzt. Trinke meine Tasse Kaffee, brauche eine immer Sirenen und pfeifende Büsche, dass die Bombe, wenn sie vom Himmel fallen. Von hier oben kann ich ganz London über und selbst in diesen Berichten immer wundern. Alt und grau und zu Hause. Ich danke dir für deine Briefe. Ich kann dir gar nicht schreiben, wie ich hoffe, mein Worten hat hier keine Sorgen. Der Grund dafür, dass ich dir keine Lügen hatte Angst, dass dich meine Worte auch. Aber die Wahrheit ist doch besser als nichts. Also das ist die Wahrheit. London brennt. Rauch steigt aus der Stadt empor. Die Säulen, die den Himmel halten, auf uns abzuschließen. Die nächtelangen Bombenangriffe sind gnadenlos. Der Tag langt uns aufs Neue alles ab. Um durchzuhalten, selbst dein Vorheim. Ja, Mann. Wie können wir weitermachen? Alle. Durch. Aber ich bin dankbar dafür. Noch immer voll Ruß. Ich auch sagen, dass Frauen keine Wäschearbeit dürfen, nur aber die Dinge haben sich geändert. Vor einer Stunde war ich in Kenningtown. Katholische Schule, weißt du noch? Die Schule wurde vor kurzem bei einem Bombenangriff schwer getroffen und wir haben versucht, das Feuer zu löschen. Es war, als hätte ein Tor zur Hölle geöffnet. Ich hielt den Feuerwehrschlauch zusammen mit da Blut in der auch aus der Ruine. Ich hörte Kinderschreie aus dem verbrennenden Schule. Mein kleiner zweiten Stock. Doch sie kam nicht wieder raus. Sie war so ein nettes Mädchen. Im letzten Monat haben wir drei unserer alles. Aber das Leben geht weiter. Es muss. Jede Nacht gehen Leute aus der Nachbarschaft einen nahe in der alten Henley einer Bar für. Die Leute kommen dorthin, um gemeinsam zu trinken, sich noch aufzugeben. Schon seltsam, das Leben einfach weitergeht, als wäre nichts, während überall um uns herum die Bomben niedergehen. Aber so sind eben die Londoner. Ja. Letzte Nacht habe ich wieder vom kleinen Johnny geträumt. Wir waren zusammen auf dem Jahrmarkt in Britain, wo wir immer im Sommer waren. Weißt du noch? Ich kniete neben ihm am Rande und wir fahren hinaus aufs Meer. Du standst hinter mir und so blau, Bobby. So blau wie ein funkelnder Saphir. Und es war still. Und niemand sprach vom. Ich hielt meine Hand an Johnnys Wange.
er hatte, lachte laut, als er von einer sprechenden Stelle nass gestorben. Als ich aufwachte, konnte ich noch immer seine weiche Wange an meiner Hand spüren, als wäre sie wirklich da. Ich habe lange geweint, Bobby. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Wenn du nach Hause kommst, dass hier alles vorbei ist und wir wieder zusammen sind, möchte ich mit dir raus aufs Land ziehen, wovon wir immer geträumt haben. Auch wenn wir kein Geld haben, können wir es gemeinsam irgendwie schaffen, ich weiß es. Ich muss jetzt gehen. Ich höre diese. Ich werfe diesen Brief auf den draußen in die Post. Verspreche, ich schicke dir mehr. Vermisse dich, Bobby. Komm wieder nach Hause. In Liebe, Charlotte. Die übernatürlichen Maschinen. Übernatürlich. An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Na, 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 na. Die Datischut folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. Hm. Ja. All die Dinge, die sie erschufen, wozu waren die ursprünglich gedacht? Ach, sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht. Abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache mit Gott, verstehen Sie? Ich komme nicht mehr mit. Wie mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt sie Gott näher. Hm. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen, das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt tief, tief unter der Erde und hält einige unserer gefährlichsten Schätze weit, weit weg von der... Eine Störung der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Oh, Herr im Himmel. Das hier. Also was muss ich machen? Weißgerät. Oh, Bombarde. Oh, ihr armen Leute. Wenn ich hier reingehe, dann muss ich irgendwo hin. Geht immer weiter und weiter. Aber kein Schweißgerät. Warum ist da denn ein blauer Punkt gewesen? Ich bin Schweißgerät, weil nicht. Ja, jetzt muss ich wieder da oben.
Alltagshass. Also irgendwo muss das Schweißgerät hier sein, aber ich finde es. Im Hangar. Wetten, der bastelt an den Hubschraubern. Ja, der wahrscheinlich das Schweißgerät auch. Fergus hat das Schweißgerät. Okay. Das war aber schon vorbewusst, aber vielleicht. Okay. Messer kann ich mal nehmen, auch wenn ich die ja irgendwie nie behalten darf, wenn wir irgendwo hin. Kann ich einen Albtraum? Will ich aber nicht. Oh, ach da. Ja, ja, ich bin noch dabei. Wirklich, Oscar? Da ist er. Entschuldigung. Sie sehen mich an und erwarten Antworten, was? Ich habe Antworten, Sie Affe. Wichtige, bedeutende Antworten. Keine davon würde Ihnen gefallen. Die meisten würden Sie nur dazu bringen, wie ein Säugling zu strampeln und sich zu ergeben. Die meisten wären für Sie ein Schlag in die Magengrube und würden Ihr Herz brechen. Sie sollten Ihre Antworten wirklich woanders suchen. Hey, Entschuldigung, Psycho.